So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Und ich habe nochmal einen Draft-Booster an Kamigawa Neon Dynasty. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass wir das Set aufgemacht haben. Und gucken wir mal an, was wir haben. Ich mag das Set immer noch, ich liebe das Set und ich bin gespannt, was wir haben. Gabe des Zorns. 4-Mana-Verzauberung, Aura. Wir verzaubern eine Artefakt oder eine Kreatur. Solange die verzaubernde bleibende Karte eine Kreatur ist, erhält sie +2/+2 in Bedrohlichkeit. Wenn sie das Spiel verlässt, erzeuge einen 1-1 roten Geist. Okay. Okay. Yukai Lehrling, 2-Mana-2/2. Immer wenn der blockt oder geblockt wird, erhält er +1/+1 von seines Zuges. Okay. Das nannte sich früher Bushido 1. Bushido, wisst schon. Glücksspringende Spende. Oh mein Gott, ist das eine süße Katze. 1-Mana-Hexerei, wird zerstört ein Artefakt und dann mit Mana-Betrag 3 oder weniger und erhalten 3 Lebenspunkte. Oh mein Gott, sie ist niedlich. Schrottplatz Stahlbrecherin. Das sieht aus wie Vi. 4-Mana, 3/4, 1-Mana, wir opfern ein anderes Artefakt und die kriegt +2/+1 bis zumindest Zuges. Menschkrieger. Störungsprotokoll. 2 blaue Mana, Spontanzauber, wir tappen eine bleibende, als zusätzliche Kosten, Zauberspruch, ein ungetapptes Artefakt, das wir kontrollieren, oder bezahlen 1 Mana mehr und neutralisieren einen Zauberspruch. Das ist eine Art von Counterspell, der nicht schlecht ist. Rabauken-Schikanierung. 3-Mana-Hexerei. Ein Gegner deiner Wahl zeigt Karten aus deiner Hand offen vor. Wir wählen eine Nicht-Land-Karte davon. Falls wir das tun, wirft dieser Spieler die bestimmte Karte ab. Falls wir dies nicht tun, legen wir 2+1/1 Marke auf eine Kreatur oder ein Fahrzeug. Das ist stark. Aber wir können eine Nicht-Land-Karte sogar. Das heißt, selbst wenn er welche hat, können wir das sagen. Nö, machen wir nicht. Zwiesprache mit den Geistern. 1 grünes Mana-Hexerei. Wir schauen die obersten 4 Karten unseres Decks an, können eine Verzauberungs- oder Länderkarte auf dem Vorzeigen sie auf die Hand nehmen. Okay. Origami-Lockvogel. 2-Mana-2/1. Wenn er das Spielfeld verlässt, kann man 2 Mana bezahlen. Falls man es tut, zieht man eine Karte. Okay. Kettengeisel-Tausendfüßler. Wow, das sieht auch aus. 3-Mana-2/2, Artefakt, Ausrüstung, Insekt. Immer wenn der oder die ausgerüstete Kreatur angreift, erhält sie +2/+0. Mit Rekonfigurieren, das heißt, wir können sie drauf oder drunter rausrüsten. Das ist ganz nett. Ära der kriegsführenden Lande. 5 Mana, wir übernehmen die Kontrolle über eine Kreatur, sie enttappen sie und kriegt Eile bei der ersten Saga. Bei der zweiten Saga kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, +1/+0. Und bei der dritten Saga schicken wir sie raus und bringen sie als ein 3/3-Trampel-Eile namenlos Eroberer wieder ins Spiel. Hm, auch nicht schlecht. Hafenkoch. Oh mein Gott, ist das ein cooles Artwork. 1-Mana-1/2, für 2 Mana opfern wir dann de facto eine Kreatur und ziehen eine Karte. Mensch, Bürger. Geil. Bürger ist jetzt ein Kreaturentyp. Hammer. Bronzepanzer Wildschwein, 3-Mana-3/2, verursacht Trampelschaden und die ausgerüstete Kreatur kriegt +3/+2 und verursacht Trampelschaden mit 5 Rekonfigurationen. Heilige Scheiße. Großzügiger Besuch, es ist ein Eichhörnchen, aber eigentlich ist es ein Geist. 1-Mana-1/1, immer wenn du eine Verzauberungskreatur wirkst, kriegt +1/+1 Mark auf eine Kreatur. Das ist nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Und wir haben Tatsunari, der Krötenreiter. 3-Mana-3/3, Mensch-Ninja. Immer wenn ein Verzauberungszauber gewirkt wird, falls eine Kreatur namens Kami kontrolliert wird, falls du keine Kreatur namens Kami hast, ein 3-3 schwarz-grün Froschspielstein. Immer wenn du Verzauberungskreatur wirkst, verliert der Gegner dein Leben, du hältst dein Leben. 2 Mana. Der Frosch deiner Wahl, den du kontrollierst, können diesem Zug nicht von fliegenden Kreaturen oder Kreaturen mit Reich blockt werden. Ach, außer von, weil der Frosch springt. Wow, ist die Karte bad. Aber sie hat wenigstens ein bisschen Flavor. Dann haben wir Wildes Hochland. War da nicht Full Arts drin? Egal. Und ein Samurai. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Black Seed. Ciao, ciao.